Modern Warfare 3 Zombies beruht auf Cold War Outbreak und auf der DMZ und das bedeutet, dass der Tod wieder Konsequenzen hat. Wenn ihr sterbt, ist alles weg und deswegen ganz schnell rein in den Guide. Deswegen fangen wir direkt mit dem Wichtigsten an, das sind die Waffen, hier das Waffenmenü und zwar sehen wir unten das Kontrabandlager, das sogenannte Schmuggelwarenlager. Ihr könnt hier 20 Waffen lagern und zwar alle Waffen, die ihr extrahiert oder über Belohnung über Missionen bekommt, werden hier gehortet. Die Waffen könnt ihr jederzeit mitnehmen, sind sozusagen Einmalartikel, also wenn ihr sterbt, ist die Waffe weg, wenn ihr überlebt und rausgeht, dann könnt ihr die Waffe nochmal benutzen. Das bedeutet also prinzipiell, dass dieses Warenlager relativ schnell leer laufen kann und da kommen die versicherten Plätze ins Spiel und zwar habt ihr 3 versicherte Waffenplätze. Das sind die blauen Felder hier oben, Platz 1 hat jeder von euch freigeschaltet, Platz 2 schaltet ihr frei, wenn ihr den Akt 1 abschließt, also die Geschichte von Zombies und Platz 3 schaltet ihr mit dem Abschluss von Akt 2 frei. In dem Feld hier könnt ihr wirklich jede Waffe auswählen, alle Waffen von MW2 und MW3 und ihr könnt sie hier modden. Im Grunde genommen ist das der einzige Ort, wo ihr gemoddete Waffen benutzen könnt. Und zwar geht ihr hier auf Waffenschmied und dort habt ihr die Möglichkeit, die Werfer komplett zu modden, Bauteile dran zu machen, so wie ihr es mögt und die Skins auszuwählen, mit der ihr in die Runde reingehen möchtet. Wenn ihr sterbt, ist der Platz erstmal gesperrt und zwar der erste Platz ist dann für 60 Minuten gesperrt. Das bedeutet, in dieser Zeit müsst ihr wieder auf eure Kontrabandwaffen zurückgreifen und es ist so, dass ihr, wenn ihr danach erfolgreich extrahiert, diesen Cooldown reduzieren könnt. Also jede erfolgreiche Extraktion reduziert diesen Cooldown von 60 Minuten noch weiter, sodass ihr schneller wieder an eure beliebte versicherte Waffe rankommt. Das nächstwichtigste, was ihr auch in jeder Runde mit reinnehmen müsst, ist eine Mission. Das findet ihr in der Lobby unten rechts, Story-Mission, hier draufklicken und dann den Akt auswählen, den ihr gerade spielt. Und hier könnt ihr entsprechend eine Mission auswählen. Denkt daran, wenn ihr eine Mission ausgewählt habt, zum einen, sie gilt für das komplette Team. Das bedeutet also, wenn einer eurer Kollegen Aufgaben erfüllt, die ihr gerade aktiv habt, dann zählt das für euch mit, also im Team levelt ihr viel schneller. Und sobald eine dieser Missionen komplett erfüllt ist, müsst ihr nicht rausgehen wie in der DMZ und eine neue Mission wählen, sondern die nächste Mission wird automatisch gewählt, was super praktisch ist, sodass ihr in einer Runde mehrere Missionen nacheinander abschließen könnt. Der Abschluss einer jeden Mission gibt euch außerdem XP und irgendwelche Belohnungen wie Blueprints oder irgendwelche Items für die MWZ. Und die letzte Mission ist dann sozusagen die Story-Mission, die schließt dann den Akt ab und erlässt euch in einen schönen Film, der die Geschichte weitererzählt. Das heißt, dass eines der wichtigsten Ziele für euch am Anfang durchaus erstmal sein kann, Akt 1 abzuschließen, um den zweiten Waffenslot freizuschalten, um es dann im weiteren Verlauf des Spiels noch leichter zu haben. Prinzipiell ist das A und O des Modus, dass man überlebt, denn jedes Überleben sichert euch eure Items, eure Ausrüstung und alles, was ihr dabei habt, die Waffen. Bekommt keinen Cooldown. Als Beispiel hier bei unserem schönen Spawn sind hier 5 verschiedene Items drin. Das erste ist immer der Rucksack. Die Größe geht von klein, mittel bis groß. Dann habt ihr eine Killstreak, eine Rüstung. Es gibt 2er-Westen und 3er-Westen. Dann Masken, hier gibt es verschiedene, von großen und bis seltenen, kleinen. Und eine Wiederbelebung. Nur mit dieser Wiederbelebung könnt ihr als Solospieler euch wiederbeleben. Ansonsten sieht es ganz, ganz eng aus, wenn ihr solo reingeht. Prinzipiell ist es natürlich so, dass eure Teammitglieder euch jederzeit wiederbeleben können und auch als Solospieler ist es so, dass ihr um Hilfe flehen könnt und auf der Map irgendein feindlicher Spieler in Anführungszeichen, es sind nämlich immer 24 Spieler auf einer Map, ebenfalls euer Flehen sehen und euch wiederholen können und das passiert tatsächlich sehr, sehr oft. Die Spieler in der MWZ sind, so wie wir es kennengelernt haben, sehr, sehr hilfsbereit und da ist eigentlich so, jeder hilft jeden. Um den Rucksack zu verstehen jetzt wiederum, muss uns klar werden, dass die Items, die hier enthalten sind, alles Einmalartikel sind, also sozusagen Items, die man verwenden kann. Wir behalten hier keine Items wie zum Beispiel Wertgegenstände wie Gold oder Zahnpasta oder ähnliches, sondern wirklich nur Items, die man benutzen kann. Per Definition heißen diese Items im Deutschen Errungenschaften und diese Errungenschaften können dann in euer Lager gelegt werden. Hier am PC drücke ich einfach R und dann ist die Dose im Lager. Klickt ihr auf ein leeres Feld, kommt ihr auf das Lager selbst und zwar seht ihr hier unten euren Rucksacklager. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr, dass der Rucksack am Anfang 10 Plätze frei hat. Und hier seht ihr meinen Rucksack zum Beispiel proppenvoll, voller Items, die man benutzen kann. Also wirklich benutzbare Items für die Runde. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich diesen Kristall mit in die nächste Runde reinnehmen möchte. Und schon haben wir den Kristall im Rucksack und die Cola-Dose stattdessen soll raus. Und entsprechend ist sie dann im Lager und ich gehe mit diesen 2 Items in die nächste Runde rein. Neben dem Lager gibt es auch die Baupläne und zwar könnt ihr fast alles in der Basis selber craften, was ziemlich cool ist. Wir sehen hier von Werkzeugen, Kristallen, Colas, Getränke, Munitionsmods, Munitionsmodifikatoren und so weiter, könnt ihr alles selber herstellen. Wenn ihr einmal den Bauplan gefunden habt für dieses Item, könnt ihr starten. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel der Cola. Ich habe hier den Bauplan für die Tempo-Cola. Wenn ich hier die Cola starte, dann startet ein Cooldown. Also erstmal habe ich die Cola dann hier im Rucksack und ihr startet jetzt einen Cooldown, der in dem Fall 3 Stunden geht. Hier seht ihr 2 Stunden 59. Dieser Cooldown ist leider nicht reduzierbar. Das heißt, dieser Cooldown ist unaufhaltsam und läuft durch. Und wenn ich parallel dazu einen zweiten Craft starte, dann geht für diesen zweiten Craft ein
separater Cooldown los. Ich starte jetzt mal hier das Werkzeug und dann seht ihr, das Werkzeug ist im Rucksack. Ich gehe zurück auf die Crafts und das Werkzeug hat einen Cooldown von 2 Stunden. Das heißt, pro Kategorie geht jeweils ein Cooldown los. Ich kann jetzt keine Getränke mehr craften und kein Werkzeug bzw. keine Kristalle, aber ich könnte einen Munitionsmod craften. Zur Bedeutung der Items kommen wir gleich in-game, aber vorher noch ganz wichtig, es lohnt sich natürlich, wenn ihr Baupläne habt, die auch zu nutzen, also regelmäßig Sachen zu craften und in euer Lager zu packen, um sie dann für später bereit zu haben. Was wir dann noch sehen, ist die Taktik- und Primärausrüstung, wie immer eure Granaten und Minen und so weiter. Und dann sehen wir hinten noch die Feldaufrüstung. Und hier gibt es 6 verschiedene Feldaufrüstungen. Da wird sich im Laufe der Zeit zeigen, was eurem Spielziel am ehesten entspricht. Wir ahnen schon, dass Ätherschleier eine sehr, sehr starke Feldausrüstung ist. Aber auch der Wilde Wächter und im Teamplay die Heilaura sind sehr, sehr, sehr beliebte Feldaufrüstungen für diesen Modus. Schließlich haben wir die Option, den Trupp aufzufüllen. Also dann geht ihr mit 2 Randoms rein. Das sind immer 3er-Teams. Wenn ihr das ausschaltet, geht ihr solo rein. Ihr geht aber trotzdem auf eine Map rein, auf der 24 Spieler sind. Also es ist nicht so, dass ihr in einem kompletten Solo-Modus drin seid, sondern ihr geht solo auf die Map mit 24 weiteren Spielern, die euch aber nichts anhaben können, die natürlich alle friendly, sozusagen euch freundlich gesinnt sind. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass ihr in einer Runde 45 Minuten Zeit habt, um Aufträge zu machen, Missionen zu erfüllen, Waffen zu leveln und so weiter und Camos freizuschalten, was auch sehr, sehr beliebt ist, bevor schließlich die radioaktive Zone kommt und immer größer wird. Extrahieren kann man über einen der 3 Exfiltrationspunkte. Sobald ihr einen Exfiltrationspunkt startet und raus wollt, werden Zombie-Horden losgelassen. Das heißt, das ist auch ein sehr beliebter Punkt, um Waffen zu leveln oder Aufgaben zu erfüllen, indem ihr sehr, sehr viele Zombies töten müsst oder mit bestimmten Items viele Zombies töten müsst. Sobald der Heli gerufen ist, habt ihr ungefähr 60 Sekunden Zeit, bis der Helikopter da ist und euch abholt. In der Zeit könnt ihr diese Zombies schnetzeln. Und nach Ablauf der 45 Minuten ist es so, dass die radioaktive Zone sich vergrößert und über die komplette Map wandert. Achtung, jetzt wird es interessant, denn diese radioaktive Zone wandert so über die Map, dass sie die Extraktionspunkte verschlingt. Das heißt, sobald die Zone eine Extraktionszone erreicht, kann diese nicht mehr benutzt werden. Wenn jetzt alle Extraktionspunkte aufgeschlungen wurden von dieser radioaktiven Zone, erscheint ein neuer letzter Extraktionspunkt und dieser hält 5 Minuten an. Also ihr habt dann 5 Minuten exakt Zeit, um diesen letzten Exfil zu bekommen und zu fliehen. Dieser hält noch ein Geheimnis parat. Es geht hier um einen geheimen Weltenboss, ist jetzt aber nichts für schwache Nerven. Denkt nur dran, dass ihr 5 Minuten Zeit habt und sobald der Hubschrauber da ist, ihr nochmal 2 Minuten Zeit habt, bis der Hubschrauber schlussendlich abhebt. Wir denken nochmal daran, Überleben hilft. Das bedeutet, es hilft auch sehr, sehr eine Runde zu verlassen, obwohl man mal nicht alle Aufgaben erfüllt hat, den Rucksack nicht komplett voll hat oder die Rundenzeit nicht komplett am Ende ist. Also Überleben sollte erstmal das A und O sein. Die Karte selber besteht aus 3 Zonen. Und zwar haben wir einmal die graue Außenzone, das ist Zone 1, Schwierigkeitsstufe 1. Dann haben wir die gelbe Zone 2 und die rote schwere Zone 3. Und in dieser Zone 3 sind Zombies, die schon sehr, sehr schnell sind. Das sind viele, viele große Bosse. Das ist einfach verrückt, was da abgeht. Also hier muss man entsprechend gut ausgerüstet sein. Ausrüstung ist der Schlüssel, um in den höher liegenden Zonen zu bestehen. Dadurch, dass das Ganze dann Open World ist, ist es euch überlassen, ob ihr in diese Zonen reingeht oder in den Außenbereich bleibt und da erstmal euch sammelt, upgradet, eure Missionen erfüllt. Jeder, wie er es möchte. Wenn jetzt eine Runde startet, fängt es in der Regel so an, dass ihr erstmal einen Auftrag annehmt. Das seht ihr an diesem blauen Symbole, das sind alles Aufträge. Anpingen könnt ihr diese ebenfalls. Das ist eine Aufgabe, dass man einen Auftrag anpingen muss. Wenn ihr diesen Auftrag erfüllt, müsst ihr das Walkie-Talkie nehmen und damit wird der Auftrag angenommen und ihr seht auf der Karte dann, wo dieser Auftrag zu erfüllen ist. Dort geht ihr hin, erfüllt den Auftrag, das kann der Kill sein von einem Boss oder das Säubern von irgendwelchen Gebäuden und wenn ihr das Ganze abgeschlossen habt, kriegt ihr eine Belohnung. Das sind dann mehrere Items, Upgrades, aber vor allem auch die Währung des Spiels, nämlich die Essenz. Ihr bekommt grundsätzlich für das Abschießen jedes einzelnen Zombies bereits Essenz und für das Abschließen von Missionen noch mehr Essenz. Und diese Essenz ist auch sehr, sehr wichtig. Denn nur mit dieser Essenz könnt ihr auch Items und Upgrades kaufen. Das heißt, ihr seid nicht darauf angewiesen, die zufällig zu finden, sondern hier gibt es diese Buy-Stations. Und in Buy-Stations könnt ihr zum Beispiel einen Rucksack oder eine Zweierweste für jeweils 2000 Essenz kaufen. Ebenfalls sind hier Platten zu bekommen für 150 Essenz. Also die Essenz ist in jeder Hinsicht wirklich wichtig. Was wir auf der Karte ebenfalls sehen, das sind diese Waffensymbole und das sind die sogenannten Wall-Buys. Das heißt, hier an der Wand sind dann diese Waffen eingezeichnet, da geht ihr ganz nah ran und dann seht ihr den Preis für die Waffe, die ihr kaufen könnt. Im Grunde genommen ist es ein praktisches Tool, wenn ihr keine Waffe mehr habt oder wenn ihr einfach eine bessere Waffe haben wollt. Nämlich anhand dieser Umkreisung seht ihr auch, welche Seltenheitsstufe diese Waffe habt. Das heißt, ihr könnt hier schon sehr gute Waffen bekommen. Kommen wir auch direkt zu den Seltenheitsstufen, denn die Waffen sind jetzt nicht mehr einfach nur Waffen, sondern sie sind in Rarities unterteilt. Und zwar geht das los, wenn ihr einfach eine einfache Waffe mit reinnimmt oder generell, wenn
Alien-Waffen mit reinnimmt, ist die immer grau, also immer auf der niedrigsten Stufe. Je höherstufig, desto mehr Schaden macht die Waffe. Jetzt ist es so, dass ihr zum Beispiel bei diesen Wallbys bereits eine grüne Waffe kaufen könnt oder eine blaue. Und genauso ist die Reihenfolge. Es geht los von grau über grün, blau und lila. Das sind die Seltenheitsstufen der Waffe. Es gibt auch noch Gold. Das wären dann eben diese Superwaffen. Aber das ist erstmal die für die normale Waffe die Abstufung. Und es ist so, dass ihr immer mit einer grauen reingeht. Also auch wenn ihr eine lila Waffe habt und sie extrahiert, ist die Waffe dann für die nächste Runde wieder grau und ihr müsst sie neu steigern. Steigern tut ihr das Ganze mit einem Ether-Werkzeug. Also wenn ihr zum Beispiel ein grünes Werkzeug habt, könnt ihr entsprechend eine graue Waffe auf grün bauen. Das geht immer nur eine Stufe nach oben. Das heißt, es wäre verschwendet, zum Beispiel ein blaues Werkzeug für eine graue Waffe zu verschwenden. Dann wird diese nämlich nur grün. Die zweite Möglichkeit, Waffen zu modden oder zu steigern, ist das berühmte Packer Punch. Hier gibt es die Packer Punch Maschinen in den verschiedenen Zonen. Und Achtung, jede Zone beinhaltet eine Packer Punch Maschine einer Stufe. Das heißt, Zone 1 beinhaltet Packer Punch Maschine Nummer 1. Das heißt, hier geht ihr rein, legt eure Waffe sozusagen in die Maschine. Das Ganze kostet in der ersten Zone 5000 Essenz und dann bekommt ihr sozusagen das Upgrade auf der Waffe auf Stufe 1. Auch hier ist es so, wenn ihr die Waffe extrahiert und wieder neu reingeht, ist die Waffe wieder auf Packer Punch Stufe 0. Ihr müsst also erneut Packer Punch Stufe 1, 2 und 3 anbringen. Wobei Stufe 2 dann 10.000 Essenz kostet und Stufe 3 15.000 Essenz. Und für die Stufe 2 müsst ihr entsprechend in die zweite Zone gehen. Das heißt, ihr habt da entsprechend noch das Risiko einer schwierigeren Stufe. Aber der Vorteil ist, in der zweiten Stufe könnt ihr auch Packer Punch Stufe 1 und 2 anbringen. Das heißt, ihr müsst nicht extra zu der Maschine in Zone 1 gehen. Ihr könnt rein theoretisch direkt zur 2 oder sogar zur 3 gehen. Natürlich immer das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Außerdem gibt es noch ein Upgrade für euren Charakter selbst, und zwar sind das die sogenannten Perks, die Cola, die ihr trinken könnt. Hier gibt es 8 verschiedene Perks und diese Boni sind wirklich sehr, sehr gut. Wir reden immer von zum Beispiel von diesem Juggernaut hier. Jedes Getränk kostet 2000 und der Juggernaut oder die Juggernaut Cola, die sorgt dafür, dass ihr mehr Lebenspunkte habt. Also es sorgt entsprechend für eure Überlebensrate. Es gibt auch ein sehr, sehr wichtiges Perk. Das ist die Tempo Cola. Auch die kostet 2000. Es kostet immer 2000. Und die sorgt dafür, dass ihr eben schneller eure Platten nachladen könnt und schneller generell die Waffe nachladen könnt. Ihr seht schon, diese Perks, die harmonieren sehr viel, sehr stark mit eurem Spielstil. Je nachdem, was ihr macht, braucht ihr das eine oder andere Perk eher. Und zwar findet ihr diese Perks immer an diesen Stationen, die auf der Karte markiert sind. Das sind immer diese schildförmigen Symbole, die jeweils dann ein Getränk haben. Es gibt aber auch eine Station, eine Multistation, die alle Getränke beinhaltet, wo ihr dann das Getränk auswählen könnt. Hier ganz wichtig, solltet ihr down gehen, verliert ihr diese Perks nicht. Bei alten Zombie-Titeln war das immer so, dass dann diese Dosen verloren gehen. Aber hier ist es so, wenn ihr down geht und ein Spieler euch wiederbelebt, habt ihr immer noch diese Dosen aktiv innerhalb der Runde. Aber ähnlich wie mit den Packer Punch oder mit den Seltenheitsstufen der Waffe ist es so, dass bei Extraktion die Dosen verloren gehen. Geht ihr in die nächste Runde rein, müsst ihr wieder neu eure Cola sammeln. Und da kommt nochmal das Lager ins Spiel, denn es ist so, dass ihr nicht immer wieder alles neu in der Runde sammeln müsst, sondern wenn ihr die Sachen im Lager gesammelt habt, dann könnt ihr die eben in euren Rucksack packen und bereits mit diesen Items in die Runde starten. Das beinhaltet die ganzen Dosen, alle Dosen sind lagerbar und auch craftbar. Das beinhaltet die Seltenheitsstufen, ihr könnt entsprechend die Schraubenschlüssel craften oder eben lagern und dann mitnehmen, ein grüner Schlüssel, ein blauer Schlüssel. Und auch bei Packer Punch ist es so, dass ihr Kristalle sammeln könnt. Diese Kristalle sorgen dann für Packer Punch 1 und 2 und können entsprechend direkt eure Waffe punchen, wenn ihr in die Runde reingeht. Last but not least gibt es aber noch die Waffenmodifikationen. Das ist einer meiner Lieblingswörter. Diese Waffenmodifikationen sind eine Munitionsveränderung für eure Waffe. Das bedeutet, ihr könnt sozusagen Kryo-Munition auf eure Waffe packen, Explosivmunition, Hirnfäule. Hirnfäule sorgt dafür, dass die Gegner für euch kämpfen und so weiter. Jeweils nur eine Munitionsmodifikation darf auf jeder Waffe liegen. Das heißt, wenn ihr 2 Waffen habt, könnt ihr jeweils eine Munitionsmodifikation anbringen. Und auch hier ist es so, dass ihr diese Modifikationen in Kisten findet, wie alles andere auch. Man kann diese leider nicht direkt kaufen. Diese Kisten, die ihr braucht, sind generell diese Kisten, die überall rumliegen, aber ihr habt die größte Wahrscheinlichkeit in den Kisten, die mit diesen Kristallen überzogen sind. Wenn ihr die öffnet, habt ihr eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit, diese Mods zu finden oder generell selteneres Werkzeug, Kristalle und so weiter. Diese Kisten selber findet ihr auch an selteneren Orten, also das ist nicht einfach so zu finden. Ihr müsst dann entsprechend Festungen machen oder Äthernester säubern oder diese vorgezogenen Basen reinigen. Also überall sozusagen, wo ihr etwas tun müsst, wo ihr einen Bereich reinigen müsst oder einen Auftrag abschließen müsst, da habt ihr auch die Chance, solche Kisten zu finden. Wir werden auf diese ganzen Punkte nochmal in weiteren Videos speziell eingehen, aber eines hier noch zu eurer Information, und zwar
kann man natürlich auch Waffenkisten öffnen. Das sind diese mystischen Kisten. Und hier bekommt ihr zufälligerweise eine Waffe. Je nachdem, welche Zone die öffnet, ist die Wahrscheinlichkeit für eine gute Waffe höher. Auch hier kriegt ihr mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eine Wunderwaffe. Das heißt, diese Waffen lohnen sich, oder diese Kisten lohnen sich besonders. Vor allem, wenn ihr keine zweite Waffe dabei habt. Aber Achtung, im Gegensatz zu anderen Waffen könnt ihr Wunderwaffen nicht extrahieren und wieder mit reinnehmen, die sind dann weg. Ihr könnt aber Wunderwaffen-Baupläne extrahieren und dann eurer Basis eigene Wunderwaffen bauen. Ohne jetzt so viel zu verraten, möchte ich noch sagen, dass es einige Schlüsselkarten gibt. Das sind so wie in der DMZ diese goldenen Karten, damit könnt ihr Festungen öffnen. Und wenn ihr diese Festung reinigt, bekommt ihr einen weiteren Key für eine Festung, in dem ihr einen Boss killen könnt und nochmal bessere Belohnungen bekommt. Außerdem gibt es auch wie in der DMZ Koschei-Maps, wo ihr sozusagen von einer Map in die andere kommt. Das sind dann meistens die Story-Missionen, in der dann weitere Missionen kommt. Es gibt weitere Bosse, es gibt eben diesen Weltenboss bei der letzten Zone. Es sind jetzt schon einige Easter Eggs bekannt. Ich sag nur Stichwort Schachbrett, wem das was sagt. Dazu kommen wir später noch, aber man merkt schon, es ist wirklich sehr, sehr viel noch zu erforschen in diesem Modus. Schlussendlich ist noch das Freischalten der Camos mit drin, und zwar könnt ihr für jede Waffe, egal ob MW2 oder 3, eigene Zombie-Camos freischalten. Das ist besonders interessant, ich selber habe mich so ein bisschen auf die MW2-Waffen eingeschossen, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber denkt dran, dass ihr bei den Waffen auch die Camos freischalten könnt, dass es durchaus auch ein angenehmes Ziel sein kann, einfach mal Camos freizuschalten, denn die Aufgaben für die Camos sind gar nicht so schwer, es macht wirklich Spaß, da die Gold, Platin und so weiter Camos, speziell für den Zombie-Modus, die wirklich wild aussehen, freizuschalten. Leute, ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.